Moin Leute und willkommen zu einer neuen Runde Minecraft. Ich spiele heute mit dem Spiel Jump World und mit der Bibi, mit der Jana, mit der Bibi, habe ich schon gesagt, mit mir, Bambi und mit dem Willi. Hallo! Hi! Wird doch immer besser, ha? Die Stimmung bei uns ist heute leider ein bisschen gedrückt. Liegt ganz einfach da dran. Wir hatten gerade schon 4 Maps aufgenommen. Und dann, ich weiß sogar, was der Fehler mittlerweile war, nämlich, dass mein Aufnahmeprogramm 2-mal lief und deswegen sich irgendwie behindert hat. Wir hatten 4 Maps aufgenommen, und zwar einmal Rockkartoffels Albtraum, dann einmal Rockkartoffel an der Nordsee, Rockkartoffel von XXAlexis und die Wette von XXAlexis. Heißt also, das seht ihr ja gerade vor 5 Minuten, vor 11 Minuten, vor 21 Minuten und vor 27 Minuten. Und diese Aufnahme ist leider defekt, beziehungsweise kaputt. Aber wir wollten die jetzt nicht nochmal machen, weil wir kennen sie ja eigentlich schon. Und das wäre ziemlich doof gewesen, wenn wir sie jetzt nochmal machen, weil dann benehmen wir uns irgendwie wieder doof. Und Sie waren super duper spitze, die Maps, und wir haben bei jedem sehr gut, also ich habe bei jedem sehr gut gegeben, überall. Bambi, du schleimst immer noch. Gut. ja, wir haben die Maps fair bewertet, würde ich mal sagen. Aber wir können sie jetzt leider nicht wieder zurück in die Aufnahme nehmen. Tut uns leid, oder mir tut das leid, dass ich da so ein bisschen verkackerohrt habe. Aber man kann es jetzt nicht ändern. Gut. Du hast es verwurstet? Ich habe es verwurstet, ja. So, wir gehen jetzt in Rockkartoffel Doppelpunkt D von Mordok. Jana, steh nicht vor mir rum. Komm her. Nein, ich will das nicht. Und weil es in der letzten Folge schon so schön war, liest Bambi jetzt die Sachen vor. Ah, okay. Hallo. Dies ist mein Ärger. What the fuck? Okay, warte. Hallo, dies ist mein erstes Jump Run und es ist eine Wette mit XXAlexis. Also das Gegenstück haben wir schon gesehen. Also tut mir leid, wenn es ein richtiges Jump Run ist. Es soll für Fabi, Rockkartoffel, Hendo, Luke, Black Caro sein. Viel Glück und Spaß euch. Jo, ne? Ich frage mich, warum. Also die Wette geht darum, dass die beiden scheinbar gewettet haben. Also XXAlexis und Mordok haben gewettet, wer die schönste Map bauen kann. Ja. So, die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, warum macht man das hier, dass da Leute tatsächlich durchspringen, wenn man das auch einfach privat machen könnte? Ja, finde ich auch. Weil ich meine, dadurch, dass du jetzt geschrieben hast, Entschuldigung, dass es dann eventuell kein richtiges Jump and Run ist, das sagt doch aus, dass das Ganze hier kein Jump and Run ist. Und das wäre ja dann sau doof, weil wir hier Jump World spielen und das sollten ja eigentlich Jump and Runs sein. Und ich weiß ja auch nicht. Vor allen Dingen, ist ja auch egal. Vor allen Dingen habe ich es jetzt schon geschafft. Das ist doch doof. Glückwunsch, du hast es geschafft. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bitte bewertet fair. Vielen Dank an XXAlexis. Ich hätte nie mein erstes Jump'n'Run gemacht, wenn sie nicht mit mir einen Wettbewerb gemacht hätte. Liebe Grüße an Willi, Karö, Blacky, Fabi, Hendo, Luke wahrscheinlich, XXAlexis und viele andere Leute. Ich hoffe, euch gefallen die Skins. Danke fürs Spielen. Vielleicht bis irgendwann. Also Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr diese Map persönlich fandet. Leider kann ich die andere jetzt nicht mehr zeigen, aber ihr könnt es ja trotzdem mal bei diese Map reinschreiben. Das wäre, glaube ich, ganz schön fair. Kreativität. Sehr gut. Okay. Sprünge. Okay. Optik. Sehr gut. Gut. Sehr gut. Bewertung abschließen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wo bleibt denn der Rest? Ich bin schon durch. Bin nur noch Bilbo. Ist jemand noch nicht durch? Oh, ja, Bilbo. Bibi. Baby, ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig. Wie sie losgerast ist. Und oh ja. Und spring. Was, Jana? Oh ja. Oh ja. Und ja, Baby. Noch einmal. Oh, oh. Oh nein. Oh. Was, Baby? Yeah. Baby. Oh ja, Baby. Komm noch einmal. Yeah. Oh. Jetzt schafft das. Ganz ruhig, Baby. Ganz ruhig bleiben. Das schaffen. Ja, nee, du kannst das nicht nur schaffen, du schaffst das. Auf jeden Kowalski. Das ist vor allen Dingen überhaupt nicht schwer. Da ist ja kein anspruchsvoller Sprung dabei. Sogar ich schaff das, Bilbo. Genau, Bilbo. Sogar Bambi schafft das. Jana, du hast 17 Mal gefailt? Ja. Ja, Bibi, das war schon die richtige Richtung, in die Richtung. Ja, ja. Ja, aber ich habe nicht genug Schwung. Ja, dann musst du diesen Sprung machen. Guck mal, versuch mal den hier.
So, dich an den hinteren Blockende stellen, dann springen, dabei nach vorne drücken und dann rüber. Hat natürlich jetzt nicht gerade funktioniert, war natürlich springen, wieder Vorführeffekt. Springen, nach vorne drücken und verkacken. Ich will das auch mal probieren. Ja, sprinten halt dabei, ne? Das ist wichtig. Oh, jetzt habe ich nichts gesehen, weil irgendwer in mich. Entschuldigung. Entschuldigung! Ne? Oder du versuchst es halt weiter so. Oder du gehst nochmal einen zurück hierher. Und dann kannst du nämlich im Ganzen einfach rüberspringen. Das geht auch ziemlich gut. Du musst halt nur auf die letzten Drücker irgendwie abspringen. Jawohl! Also ich persönlich finde die Map von Mordok schöner. Denn es gibt auch eine Begründung, denn hier sind nicht diese hässlichen Leitersprünge. Ja, aber das hat ja nichts mit der Schönheit zu tun. Doch. Nein, ja, okay, ja, dann können wir ja jetzt rausgehen und die nächste Map anfangen. Pipi. Okay. Mach bitte nicht die Feuerwehrsirene. Rockkartoffels Western Jump and Run, Simi 001. Yay. Howdy. Howdy, Partner. Okay, wer war als zweites eben dran? Jana war als zweites eben dran. Los. Halo. Halo, okay. Diese Jump'n'Run wurde gebaut von Simi01, Jenny, Monsterrad 2006, Bauzeit 14 Stunden. Wir hoffen, es gefällt euch. Wäre nett, wenn du die Ballday Kittens grüßen könntest. Könntest. Und jetzt der Aber-Hop-Hop. Viel Spaß wünschen wir euch. Okay. Boah, was ist das denn? Das ist echt eklig. Okay, wen soll ich grüßen, Jana? Die Club in Star Stable, warte, ich hüpfe zurück. Hat nicht Walday Kid. Die grüße ich, genau. Aha. Die grüße ich von Herzen. Hä, wo geht's denn hier weiter? Ja, ich hab keine Ahnung. Jennys Möbeldings. Ich hab's gefunden. Guck mal, das ist Willi. Ich hab Willibird gefunden. Willbird. Belegtes Brot mit Schinken, 15 Gold und belegtes Brot mit Ei, auch 15 Gold. Das ist doch mal ein Geschäft, das sich gewaschen hat. Ja, irgendwie Bibis Kuhhandel, Bibi hält Kühe. Yay. Und sie handelt auch mit Kühen, toll. Oh, Willi, wir sind falsch gegangen. Warum? Komm mit. Seid ihr jetzt zum Jump'n'Run, ne? Nicht zum Zoo? Ja, ja, wir sind in den Zoo gegangen. Wir müssen hier lang. Wo ist denn da ein Zoo? Verstehe ich nicht. Oh. Oh, das war ja toll. Oh. Oh Gott, es wabbelt. Oh nein, alles. Ihr könntest doch nicht so tief machen, ich habe Höhenangst. Was ist zu tief? Nein. Das ist voll tief, ich habe Höhenangst. Könnt ihr nicht machen, Leute. Leute! Oh! Ach. Oh weh. Boah, Jana, was machst du denn da? 10-mal den einen und selben Sprung? Lauft geradeaus durch das Dorf. Ach, Jana. Ich seh dich ja gar nicht, ja. Nee, ich seh dich gerade auch nicht, weil ich direkt hinter dir bin. Jetzt seh ich dich! Oh. Jana, dreh dich um! Ich hab dich überholt. Anna, Willi, du bist gemein. Okay, wo geht's denn jetzt hier weiter? Geradeaus durch das Dorf laufen. Lurchen. Laufen. Löffen! Da! Alter, ist das so ekelig? Ich kotz gleich! Aua, ich bin ins Feuer gelaufen. Oh. Jana! Oh. Was steht da? Sag auf jedem Block Rocky. Rocky, 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 Rocky. Rocky, 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 Rocky. Warum ist denn das hier so eklig? Rocky, 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 Rocky. Okay, jetzt brauche ich es nicht mehr zu sagen. Gut! Ich verstehe das nicht. Oh, es wabbelt alles. Ich weiß nicht, wo ich längs soll. Ja, du sollst nicht längs, du sollst wide. Ich gehe hier mal hoch. Oh Gott, ist das widerlich. Rocky, 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 Rocky. Oh Gott, wann hört dieses Gewabbel auf? Wenn du auf dem nächsten Checkpoint stehst. Ja, und wo ist der? Ja, du sollst einfach nur geradeaus durch das Dorf laufen. Und da irgendwann kommt ein Pfeil, dann musst du nach links. Oh. Pfeil nach links. Weiter nach links. Weiter nach links.
Wartet doch mal auf mich. Niemand wartet. Oh, sag auf jedem Block Rocky. Okay. Rocky, 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 Rocky. Waren da echt so viele Blöcke? Ja. Krass. Oh Gott, endlich. Ich dachte, das waren nur so drei. Muss ich das jetzt auch machen? Klar musst du das jetzt auch machen. Okay, Rocky, verkackt. Ja, nochmal. Da musst du das die ganze Zeit über sagen. Rocky, Rocky, aua. Rocky, 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 fertig! Vor allen Dingen kommt da irgendwann nur noch Rocky bei rum. Rocky! Rocky, Rocky, Rocky! Ich schaff den einfachsten Sprung nicht. Ach nee, nicht schon von vorne. Ach, nein, Jana! Ja, ich hab nein! Wartest du? Doch, nö. Sei Spaß. Jana, lass uns zu... Was? Ja. Lass uns zusammenspringen, Jana. Lapp, lapp. Lass uns zusammenspringen, oh, Jana. Nicht. Oh! Ja, wartest du, bist, du wolltest nicht zusammenspringen. Doch, ich will jetzt aber zusammenspringen. Wartest du bitte? Ja, du bist doch da unten. Nein. Ja, aber wartest du bitte? Komm, sei mal stehen. Leute, ich wartest nicht. Du doch bitte? Wartest du jetzt bitte? Ich Jana, warte. Hüpf! Ich komme. Hüpf! Nein! Hüpf! Nein! Hüpf! Nein! Kaddis Zug! Hüpf! Hüpf! Nicht Kaddis Zug! Hüpf! Das ist Kaddis Zug! Kaddis Zug! Och, komm! Der Radieschenzug? Radieschen? Dein Radieschen! Was? Ich weiß nicht, wie man das hier schaffen soll, um ehrlich zu sein. Hi, Baby! Oh, da ist ein Sternchen, den will ich noch. Ah, so. Bis zum Heu! Folge den Knöpfen. Kommt mal Fallschaden. Ja, natürlich bekommt man Fallschaden. Nicht dabei. Okay, egal. Und dann nicht schon wieder so ein Schwindelding. Willi, du Leute, cheatest. Man bekommt wieder Schwindel. Warum cheate ich? Nö, finde ich gar nicht okay von euch gerade. Let's go. Warte mal, da hinten ist so ein Sternding. Bleibst du bitte stehen. Ich auf die Druckplatte dann unten, weil dann hast du Blindheit oder sowas. Oh Gott. Oh je. Hä, wieso sind Jana, wieso ist denn... Ist Bamble schon bei uns? Bist du schon runtergesprungen vom Zug, Bamble? Mach ich gerade, ja. Ah, okay. Jana, wie hast du das da hinten geschafft? Ich bin nur einfach zu blind! Ich bin einfach den Berg ein bisschen runtergelaufen. Das den Berg, du Cheater. Ja. Ihr Cheaterohrs. Ja, tatsächlich. Jana, hörst du bitte auf? Nein. Bitte? Oh. Och, komm. Oh. Ach, komm. Knöpfchen folgen, Knöpfchen, Knöpfchen, Knöpfchen. Oh Gott, die Knöpfchen wackeln aber ganz schön. Knöpfchen, ganz ruhig. Oh, da ist ein Knöpfchen abgefallen. Leute, ich finde es gar nicht okay, dass ich das hier gerade als Einzige nicht schaffe. Och, ich hab den Berg runter. Achtung, explodierende Creeper on Tour. Nein, ich bin kein Cheater, ich bin ehrlich. Oh. Was denn dieses Ende? Aber ich war Alter, ganz gut, wir sind dann wegen Fallschaden. Oh. Was? Siehst du das Blut? Folge der Blutspur. Wo ist denn hier eine Blutspur? Ach, da. Irgendwie mag ich das Jump'n'Run. Ja, ich auch. Das ist schön lang und cool. Der Arme ist wohl den Kojoten zum Opfer gefallen. Schnell das Seil hoch, bevor die Kojoten kommen. Oh je. Er tut mir aber nicht leid. Ich folge den Knöpfchen. Den Knöpfchen, Knöpfchen. Okay. Ja. Warum hast du jetzt so dreckig gelacht, Jana? Ja, das war ich nicht. Das war ich. Oh. Ups. Knöpfchen, yeah. Wir alle sind taube, Knöpfchen, yeah. Alle sind taube. Was? Taube, taube, Knaube, Knöpfchen, yeah. Taube, taube, Knaube. Taube? Nein! Ja!
ernsthaft, der Checkpoint hat nicht gezählt. Ich stand drauf und er hat nicht gezählt. Da bin ich dahinter runtergefallen und jetzt darf ich alles nochmal machen. Ja, ist doch schön, Bibi. Da hast du wenigstens was zu tun. Taube, 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 Knüsschen, yeah. So, jetzt bist du in Sicherheit vor den Kojoten. WTF, Schnee, spring auf der Platte hoch. Oben ist eine Plattform. Guck in die Richtung der gelben Wolle und spring hoch. Was? Oh, Junge. Ich habe gerade eine Cheat-Möglichkeit gefunden. Welche denn? Ja, diese Blöcke hier in der Wüste sind orange teilweise, diese Jump-Boost. Und jetzt kannst du ja einfach ganz einfach cheaten mit der Leiter. Ja, aber du würdest ja niemals cheaten. Dafür bist du ja viel zu nett, ne, Jana? Och, Mann, natürlich. Okay, der Slime ist was für Dumme. Nur für Rockkartoffel. Für die anderen. Oh, je, je. Was ist denn für ein Sprung? Oh. Hin. Jana, wo bist du denn? Kurz vorm Slime. Okay. Ich hab Slime. Okay, der Slime ist was für Dumme. Echt so? Kartoffel für die anderen. Geh mal Kartoffel. Hätten ist es einfacher? Natürlich ist es einfacher. Hallo? Oh, ich soll dir was sagen. Warte. Oi. Oh, oh, komm her. Was sollst du mir denn sagen? Sagt Rocky, warte. Mann, das Boost. Sagt Rocky, dass er ein schwereres Jump'n'Run hat. Aha, aha. Was? Warum rätst du das denn hier? Du sagst das. Boah, Jana ist richtig doof. Oh, kacke. Jana ist so inkompetent. Sagt Rocky, dass er ein schwereres Jump'n'Run hat. Nice, danke. Oh, wir hatten Mann. Halt einfach nur durchgehend Speedblöcke. Okay. Ja, ich weiß, ich war ja einmal kurz in eurem drin, deswegen habe ich das schon gelesen gehabt. Aber trotzdem war das einfach saudoof. Stell dir mal vor, ich hätte es jetzt nicht gelesen. Sag Rocky, ihr habt ein schweres Jump'n'Run. Sag Rocky, dass euer Jump'n'Run schwer ist. Oh, ein Menschenskinder, Block, ein Block. Ey. Jana ist so ein Peter. Ey, ich bin der Peter. Ah, ah, ah. Oh je. Slime-Alarm. So. Siehst du das Blut? Folge der Blutspur. Der ist da? Oh je. Hallo, ja, Jana, nicht jeder ist so ein Vollpro wie du. Ja, ich weiß. Viele sind aber extra ein Vollpro wie du. Oh. 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 Oh, Mann. Oh. Oh. Alter, das Jump'n'Run ist halt echt lang, ne? Aber es ist cool. Aber es macht auch Spaß und Laune. Aua, 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 aua. Dieser aua. Aufzug ist ja voll. Au. Du jetzt musst einfach mit dem Kopf wackeln, Jana. Mhm. Leute, ich bin zu schlecht. Keine Sorge, das waren wir alle mal. Oh. Jana. Guck in die Richtung der gelben Vollblöcke. Ach da, hallo. Ach so, ah, okay, au, aua. Ich schaff diesen Leitersprung nicht. Oh, hey. Junge! Alter. Leute, ich bin einfach zu blöd. Ich gebe auf. Nee, du gibst jetzt nicht auf. Oh Gott. Doch, da ist so eine Scheiße hier. Wer macht denn sowas? Ja, die Erstellerin der Map. Simi 001. Alter. Alter. Oh je, nein. Oh Leute, das ist doch nicht mehr lustig. Also, ich finde die Map gut. Ich mag sie tatsächlich auch. Unten ins Wasser. Okay, da steht überall nichts drauf. Warum immer ich? Ach, da ist der Start. Guck mal, wie schlecht ich bin. Ich habe schon 49 Tode. 79. Ja, aber das ist doch nicht so schlimm. Oh, ich kann es nicht. Ach,
Bambi. Oh. Ich raste gleich aus hier, ey. Warum? Nicht ausrasten, Bambo. Wir spielen gerade nicht Rage Mode. Immer genau, den kleinen. Und nicht mal Fix-Watch. Da darfst du ausrasten. Aufrasten! Aber wir dürfen rumragen. Danke, dass ihr das Jump'n'Run nun gespielt habt. Am meisten wurde gebaut von 701. Gruß 701 Jenny Lee Monserrat 2006. Geschafft! Boah, war das hart, ey. Das war launig. Kreativität. Also, ich fand die Kreativität auf jeden Fall sehr gut. Die Sprünge fand ich auch sehr gut und die Optik hat mir auch sehr gut gefallen. Es war zwar eine vorgefertigte Map, aber die Sprünge an sich waren auch teilweise sogar sehr gut eingebaut. Und mit den richtigen Blöcken auf jeden Fall. Sehr schön! Glaubt jemand, dass es das noch schafft oder sollen wir in die nächste Map gehen? Hi, hier. Ich weiß nicht, wo das Ende ist, aber ja, ist das dunkel. Checkpoint 60, du bist gerade bei 38. Okay, das dauert noch ein Stück. Ich weiß nicht, wie ich den Sprung machen soll hier. Oh. Jana, du schaffst das eh nicht. Danke. Ich hab mit Jana geredet. Oh. What the fuck? Oh. Ui. Hä, Minecraft Bibi hat den Checkpoint 61 erreicht, obwohl ich den 60. hatte. Irgendwie ist das mit den Checkpoints so ein bisschen verwirrend. Warum? Oh. Jana, streng dich doch mal ein bisschen an. Mit der Maus in die Richtung gucken und dann los. Oh. Und jetzt duck dich doch an der Treppe! Oh ja, guck mal. Oh Mann, ich bin halt einfach zu inkompetent. Boah, Jana, das ist ja echt lowig jetzt. Was war das denn? Okay, nimm den Checkpoint mit und dann ab. Oh. Jana. Streng dich bitte ein bisschen an. Ja, guck mal hier. Oh, ey. Hä, wo ist denn hier Wasser? Unter dir. Nein. Auch nicht Gravity. Ja, du musst da nicht durch. Du kannst einfach dran vorbeispringen. Dieses Lachen. Alter. Oh. Ach, schade. Mir fällt gerade ein. Guck mal, Jana, hier war das Blut. Ernsthaft? Hier ist das Blut und da ist das Ende. Nicht ernsthaft. Doch. Oh. Gehst du jetzt bitte da hoch, Jana, wenn du es so schaffen willst? Nein, Bambi. Geh mir nicht auf den Sack. Achso, Bambi kommt da ja gar nicht rein, stimmt der. Wie? Du musst da rein, um da auch anfangen zu können. Ob du das schaffst, weiß ich nicht. Ist bestimmt irgendwie möglich. So, hier doch eigentlich? Doch, ich glaube, du kommst auf den Slime. Ja, auf den Slime kommst du. Welchen Slime? Ja, du kommst da drauf. Den da. Wenn du dich anstrengst. Ja. Nein, hier. Den mit dem Checkpoint drauf. Nein. Der ist einfacher. Der ist viel einfacher. Nein, ist er nicht. Klar ist der viel einfacher. Oh, mach mich jetzt nicht. Oh. Hast du's? Okay, dann können wir jetzt in die nächste Map gehen. Woo, nächste Map. Ist da unten Bibi? Ich weiß nicht, wo Bibi ist. Geht das so lange nach? Oh Gott. Jetzt kommt von 7001, wieder von 7001, Rockkartoffel-Wettrennen. Oh nee, bitte nicht. Oh nee. Oh nein. Hallo Rocky, Versus, viel Spaß. Achso, Versus, bei diesem Wettrennen. Okay, wartet mal. Oh! What the fuck? Heilige Scheiße! Das bin der erste Ziel! Nein! Weiter! Oh nein! Ja! Ich bin vorbei. Jana ist einmal gestorben? Was? Ich bin zurückgekommen. Kreativität, ganz ehrlich, hat mir Spaß gemacht. Sehr gut. Sprünge? Gab's keine. Keine Bewertung. Doch, du musstest über den Slime springen. Wow! Optik. Okay. Bewertung abschließen. Und direkt in die nächste Map. Ja, das ging ja fix. Okay, was haben wir da? Letzte Map, Rockkartoffel, der Sheriff. Von Einfach Lari. Ja, da bin ich mal gespannt.
Bibi darf vorlesen. Ich darf vorlesen. Okay. Ja. Hey und herzlich willkommen zu unserem Jump'n'Run. In diesem Jump'n'Run geht es darum, dass Sheriff Rocky und seine Kumpanin Bibi sich auf die Suche nach den ausgebrochenen Banditen machen. Und noch ein Schild? Achso, los geht's. Okay. Bibi, Rocky, die Banditen sind entkommen. Rocky, wie konnte das passieren? Moment, lass uns das doch wirklich machen so. Ja, warte, wo bist denn du? Ja, ich stehe hier direkt neben dir. Was? Glaube ich. Ich stehe hier noch direkt neben dem Schild. Ja, guck hier. Ich sehe dich nicht. Aber da hast du das ausgestellt vielleicht. Dann, warte, also, die Banditen sind entkommen. Wie konnte das passieren? Ist doch jetzt egal. Hinterher! Wieso ist das jetzt egal? Oh, guck mal, mehr. Wo sind sie nur hingelaufen, ist die Frage. Fauler Schinken. Ich habe keine Ahnung. Befragen wir die Bewohner. Schau mal, da steht Caro. Komm, befragen wir sie. Oh Gott, warte ganz kurz. Hallo, Caro. Hi. Sag mal bitte gerade, hey Rocky, ich habe eine Katze gefunden. Hey Rocky, ich habe eine Katze gefunden. Okay, Caro. Ich muss dich was fragen. Und jetzt und jetzt was? Musst du sagen, und was? Und was? Zwei Banditen, die aus dem Gefängnis geflohen sind. Hast du die gesehen? Muss ich jetzt Nein sagen? Nein, ja. Tut mir leid, sucht im Dorf weiter. Nein, tut mir leid, sucht im Dorf weiter, schnell! Okay. Nice! Bye. Das ist im Jump'n'Run so drin, Caro. Hey, hier ist noch ein Dialog. Ihr macht euch auf. Wo ist noch ein Dialog? Hier, mit. Nein, egal, ist das mal. Nein, tut mir leid, ich habe keine seltsamen Leute gesehen. Sprecht mal mit dem Alten in dem Haus da drüben. Günther, das ist Günther, hier. Günther. Hier, wo denn? Da! Bin ich noch gefragt? Nein. Nein. Oh, okay. Tschüss. Jana ist Günther. Tschüss. Was? Jana ist Günther. Hey, Günther. Haben Sie die Banditen gesehen? Nein, tut mir leid, aber geht zum Pferdemarkt. Der Verkäufer weiß es vielleicht. Er übersieht fast nichts. Danke, Günther. Okay, wo ist der Pferdemarkt? Ich weiß es nicht. Ich habe den Pferdemarkt gefunden. Nein. Das ist ein Stein, ups. Oh, Alter. Vor allem Baby Bambi noch so voll geil, er hat ihn gefunden. Nice. Oh, guck mal, hier geht's hoch. Das ist bestimmt Pferdemarkt. Verschwinden Sie! Ah, nee, das ist Bambi. Bambi, los geht's. Verschwinden Sie! Ich will nichts von Leuten, die Hausfriedensbruch. Störe. Los, der, ich hole meine Hunde. Ach, oder ich hole meine Hunde. Guck mal, sie ist Margarita. Ravau! Ach, der Hund. Ich wurde zurückgesetzt. Ja, wow. Passt auf, da oben ist rote Wolle. Nicht auf die rote Wolle tröten. Tröten. Ich bin auf die rote Wolle getrötet. Hier ist der Pferdemark. Oh mein Gott. Ja, der Pferdemark. Ich habe ihn auch schon gesehen. Wo denn? Lass uns schnell darüber gehen. Rechts vom Spawn aus. Genau. Wer ist denn Luisa? Weiß ich nicht. Ich bin Luisa. Zwei Banditen gesehen habe? Die mit Masken? Ja. Die weißt du, wo sie lang sind. Nein. Ich weiß nur, dass diese Typen zwei meine Pferde gestohlen haben. Findet sie! Machen wir uns. Wir sehen uns. Tschüss. Machen wir uns. Ja, uns. Ob ihr hier das richtige Jump'n'Run. Ihr beschließt, doch wenn sie mit Pferden unterwegs sind, sind sie uns schnell... Was? Sie uns schnell weg? Doch, wir nehmen die Abkürzung, die hängen niemanden ab. Was? Achso, ja. Was? Attacke Bonanza! Oh nein, Bibi hat mich überholt. Nein. Doch, schon alles gut. Bibi muss hierher. Bibi. Ja, ich komme, ich folge gerade den Huf. Galoppe. Ja, wir sind schon weit am Ende der Fußspur. Fußspuren? Was steht denn da hinten? Oh Gott. Wartet doch mal, Leute. Das hier müssen wir zusammen machen. Stellt euch mal vor, ihr habt gleich eine Rederolle. Schinken. Sie führen uns in die Irre. Bestimmt wollen sie zur Bahn. Schnell, wir klettern herunter. Okay, wo ist denn hier die Bahn? Da ist ein Pony. Geiles Pony, ganz ehrlich. Also das Pony finde ich cool. Was? Ich glaube, wir sind hier falsch. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Baudauer, 2 bis 3 Tage. Hier ist die Stadt, wir hoffen, sie gefällt euch. Hä? Ups, da war ein Jump'n'Run, was wir eigentlich hätten machen müssen. Kreativität sehr gut, Sprünge sehr gut, Optik sehr gut. Okay, wo macht man hier das Jump'n'Run? Das geht ja, hier, wie startet hier man hier drüben?
Hier ist ein Pfeil. Schaut mal, hier oben ist ein Pfeil und der führt hier hin. Das heißt, wir müssen doch einfach hier runterspringen. Ach, Tatsache, hier ist ein Jump'n'Run. Den Satz, das habe ich nicht gesehen, ganz ehrlich. Nee, ich auch nicht. Auch nicht. Ja gut, dann haben wir jetzt ein bisschen abgekürzt, würde ich sagen. Wir müssen an den Wölfen vorbeikommen. Okay, da müssen wir irgendwie an den Wölfen vorbeikommen. Dann geht's hier runter. Dann sind hier überall noch ein paar Kristalle. Wo kommen wir dann hin, wenn wir hier reingehen? Ins Wasser. Ins Wasser, dann gehen wir hier hoch. Und dann geht's da hoch. Und das wäre auch voll das schöne Jump'n'Run gewesen. Oh je. Juju und Storm. Ja, geil. Dann geht's voll hier wieder hoch. Voll das coole Jump'n'Run. Oh, guck mal, eine Wildpferdeherde. Oh, wie schade, ey. Also Leute, wenn ihr so ein... Das hier ist echt ein cooles Jump'n'Run. Ich bin echt froh, dass ich den Ding jetzt schon auf die kurze Dauer dreimal sehr gut gegeben habe. Aber ihr müsst wirklich darauf achten, dass wir hier nicht einfach Sachen überspringen können. Guck mal, Willi, hier bist du auf dem Pferd. Man hätte es aber sowieso nicht schaffen können, denn wo man hier eigentlich weiter muss, kann man nicht weiter, weil die Tür zu ist. Da kommt man nicht rein. Ja, aber irgendwie muss ich es ja geschafft haben, bevor sie die Map freigegeben hat. Aber ich sehe hier gerade keinen anderen Weg. Vielleicht einfach runterspringen und hier hinten dran weiter. Kann sein, aber... Man weiß es nicht. Nee, aber drin in dem Zug ist ein Text. Vielleicht kriegt man die auch nur auf, wenn man nicht im Kreativmodus ist. Die auf der anderen Seite ist offen. Aber da kommt man nicht hin. Ja. Ja, wir werden es bestimmt nicht mehr rausfinden. Gut, aber wie gesagt, sehr schöne Map. Auch die Sprünge gefallen mir sehr gut hier. Jedenfalls das, was ich davon jetzt bisher gesehen habe. Tut uns jetzt leid, oder mir tut es leid, dass wir das jetzt ein bisschen übersprungen haben. Irgendwie war das nicht so ersichtlich, dass wir hier runter müssen. Achtet bitte beim nächsten Mal auch darauf. Ich würde mich freuen, wenn einfach Lari vielleicht nochmal eine Map macht und das dann ein bisschen klarer ausschildert. Das wäre ja vielleicht auch nicht schlecht. Also ich fand es auf jeden Fall sau cool, die Story und so. Ja, der alles Grundbaustein hat irgendwie war schon echt Profi. Echt cool, ja. Ja, gut. Aber auch. Alles klar, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst mir noch einen Kommentar und eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns dann. Tschüss! Da, Leute! Tschüssi!